Die Studie Junge Deutsche untersucht die Lebens- und Arbeitswelten von 14- bis 39-Jährigen in Deutschland. Es ist aber nicht nur ein Forschungsprojekt, es ist auch ein Beteiligungsprojekt, weil es mir dadurch geht, jungen Menschen die Möglichkeit geben, durch ihre Meinung die Lebens- und Arbeitswelten der Zukunft mitzugestalten. Die Themen der Studie Junge Deutsche sind die Lebens- und Arbeitswelten junger Menschen und klar, da geht es darum, was sind die Werte, was wünscht man sich für die Zukunft, was macht gute Arbeit aus. Es gibt aber noch zwei Sonderthemen und zwar Krisen, die Corona-Krise und die Klimakrise. Wie nehmen junge Menschen die wahr, was sind sie bereit selbst dafür zu tun, um dieser Krise vorzubeugen, im Thema Klima oder was wünschen sie sich für die Zukunft. Und es gibt noch ein anderes ganz spannendes Thema, nämlich Miteinander der Gesellschaft. Weil wenn wir so viel stärker digital miteinander sind, was macht das mit unserer Zukunft und wie können wir dieses Miteinander künftig gestalten? Durch die Corona-Krise sehe ich tatsächlich Veränderungen in den Bereichen Werte. Zum Beispiel, was sind besonders wichtige Werte? Auch in der Vergangenheit war Gesundheit wichtig, aber er wird noch wichtiger. Das Thema, was prägt die Lebenssituation? Es wird vermutlich mehr Ängste geben, die junge Menschen jetzt haben, weil sie merken, das, was wir planen, können wir so nicht umsetzen. Es ist für mich weniger die Frage, ob sich was ändert, sondern wie stark sich das ändert und in welcher Weise sie mit dieser neuen Normalität, wie sie die akzeptieren oder welche Lösungen sie sehen, um sie künftig für die Zukunft besser zu gestalten.